Also ich habe gehört, dass es ein ziemlich guter Chor ist und dass man da auch sehr gut gefördert wird. Und deswegen will ich da auch hinkommen und ja, ich hoffe einfach, dass ich es schaffe jetzt. Also singen bedeutet mir eigentlich fast alles. Es ist so für mich mein Instrument, was ich jetzt so in den letzten Jahren schon für mich entdeckt habe, ein bisschen. Singen bedeutet für mich schon ziemlich viel, also weil ich singe einfach den ganzen Tag lang und es macht richtig viel Spaß und ich glaube, ohne Singen könnte ich überhaupt nicht leben. Also mein Gesangslehrer hat mich hergeschickt, der meinte eben, das ist ein cooler Chor und soll einfach mal vorsingen und schauen, ob es klappt. Also ich muss ein Kunstlied vorsingen und das habe ich halt im Gesangsunterricht mit meiner Lehrerin gemacht. Dann brauche ich ein Volkslied und außerdem muss ich Blatt singen. Also ich habe nur gehört Jugendchor und dachte mir, ja, das wird schon irgendwie gehen. Und dann war ich in der ersten Probe und es war totaler Wow-Effekt, weil alles viel professioneller war, als ich mir vorgestellt habe. Und man wirklich in das Gefühl von einem richtigen Profi-Chor kommt eigentlich. Nur, dass halt die Leute viel jünger sind. Also es ist schon gut natürlich, wenn man Musik studiert, weil man dann auch viele Zusammenhänge viel besser versteht schon bei den Werken. Aber ich habe jetzt dadurch, finde ich, keinen Nachteil. Also das ist eigentlich total gut so. Am Anfang auch total schwierig ist, weil man ja nicht mehr alles vorgespielt bekommt und am Anfang alles vom Blatt lesen muss und dann im Laufe dieser drei Arbeitsphasen wird es immer sicherer und dann hat man auch nicht mehr so Schwierigkeiten damit. Ja, es war eigentlich immer eine richtig schöne Zeit und ja, auch so, es hat wirklich Spaß gemacht. Also man trifft ja alle Leute immer wieder in den Arbeitsphasen und man ist für eine Woche immer zusammen und man wächst einfach richtig gut zusammen auf. Und auch so die Arbeitsphasen sozusagen, so wirklich im Chor dann, wenn man da singt, sind zwar schon echt anstrengend, aber machen auch wirklich viel Spaß. Man darf sich's eigentlich nicht entgehen lassen, weil das so eine tolle Erfahrung ist für jeden, der gerne singt und gerne musiziert.